Frau Professor Osterstierle, ich freue mich, Sie hier in der Universität in Leipzig zu treffen. Heute wird der Romanistentag eröffnet, der Franco-Romanistentag. Und Sie haben einen Lehrstuhl in der Universität in Saarbrücken inne und sind dort Vizepräsidentin für Europa und Kultur, eben auch an der Universität des Saarlandes. Und Sie sind die erste Vorsitzende des Franco-Romanistenverbandes. Ihr Verband trägt die Bezeichnung Franco-Romanistenverband im Deutschen Romanistenverband e.V. Wer wird durch Ihren Verband vertreten? Ja, wir sind im Romanistenverband, das heißt, jeder von uns ist mit dem ganzen Herzen Romanist und vertritt die romanischen Sprachen. Da sind wir alle dabei. Wir sind alle dabei, aber wir wollen auch das Französische ganz besonders vertreten. Das ist wichtig, zum Beispiel den Botschaften gegenüber, den Institut Français gegenüber, die dieses Konzept von Romanistik ja im Grunde gar nicht verstehen, weil es das eigentlich nur in Deutschland gibt und in Frankreich überhaupt nicht. Das Wort gibt es ja im Französischen nicht, ne? Und deshalb war es wichtig, dass wir eine wirkliche Vertretung des Französischen in Deutschland haben und natürlich auch, wenn wir uns für das Französische, insbesondere das Französische einsetzen, wie wir es ja im Augenblick tun müssen, an den Schulen, an den Universitäten, da ist es wichtig, dass man das als Franco-Romanist tun kann. Wie würden wir uns auf Französisch ungefähr übersetzen? Wird das ja Philologie Franco-Roman oder Francophone oder wie würde man es übersetzen? Ja, im Grunde müsste man das wahrscheinlich so übersetzen. La Franco-Romanistik ist selten verstanden. Französistik ist noch viel schlimmer. Also das ist von mir so ein Hasswort, das würde ich nie verwenden. Insofern finde ich Franco-Romanistik immer noch besser. Aber im Grunde in Frankreich kann man sagen, le français, also wir stehen wie der Germanistenverband, sind wir für das Französische zuständig. Und ich sage in Frankreich immer, ich habe Lettres studiert. Dann ja, verstehen Sie das. Lettres modernes, nicht? Zu diesen vielen Wissenschaftlern, die sich in der Universität mit allen kulturellen Formen der französischen Sprache und Kultur beschäftigen, sowie auch die Romanisten, die als Lehrer in der Schule tätig sind, vertreten und beschäftigen sie sich vor allem mit allen Frankophonen auf dieser Welt, mit allen Frankophonen. Wie viele sind das eigentlich? Ja, es sind wohl so schätzungsweise 220 Millionen frankophone Sprecher in 36 Staaten. Und das ist ein riesiges Feld und das ist natürlich auch sehr interessant für die Franco-Romanistik. Das Französische steht im Zentrum, die französische Literatur, Sprache und Kultur. Aber dann haben wir diese ganze Frankophonie und das ist inzwischen immer mehr an den Universitäten auch ein großes Forschungsgebiet geworden und fasziniert auch die Schüler und Studierenden. Und auch an den Schulen wird jetzt viel frankophone Literatur gelesen. Und das ist was anderes als Molière und das interessiert die Schüler auch sehr. Also das ist frankophone Literatur, das heißt Literatur von Schriftstellern, die außerhalb Frankreich wohnen. Ne? Ja, also zum Beispiel auch Kanadier oder Schweizer oder Belgier. Sogar Toussaint ist eben ein frankophoner Autor, weil er Belgier ist. Aber natürlich auch aus den afrikanischen Ländern oder Algerien. Man kann daran vor allem die Varietäten der französischen Sprache studieren, nicht? Ja, man kann sehen, wie mit der Sprache umgegangen wird. Man sieht natürlich auch, wie die Zeit der Kolonien verarbeitet wird in dieser Literatur. Das ist auch sehr politisch sehr interessante Literatur. Gerade jetzt im arabischen Frühling spielt natürlich auch diese frankophone Literatur eine große Rolle. Und das ist auch politisch sehr interessant für uns. Wofür steht Ihr Verband? Unser Verband verteidigt die französische Kultur, Sprache und Literatur innerhalb von Deutschland. Wir stehen im engen Kontakt mit der Botschaft, mit den Instituts Français in Deutschland. Und wir versuchen natürlich auch, sobald wir hören, dass Lehrstühle gestrichen werden sollen, hier zu intervenieren, zu versuchen, auch in den Präsidien Verständnis dafür zu wecken, dass man einfach nicht wahllos romanische Seminare zumachen kann. Zum Beispiel der Lehrstuhl von Ingo Kolbum wird auch gestrichen, umgewidmet in Dresden. Nicht? Das ist nach dessen Emeritierung, habe ich es auch mitbekommen. Welches Ziel haben Ihre Tagungen, die alle 2 Jahre stattfinden? Ja, und das ist natürlich ein wunderbares Forum für unsere jungen Nachwuchswissenschaftler, die sich dort auch präsentieren können, aber natürlich auch eine Möglichkeit des wissenschaftlichen Austausches für die Fachwissenschaftler und auch eine Möglichkeit, sich über die Zukunft des Fachs, über die Probleme des Fachs auszutauschen. Wie viele Teilnehmer kommen ungefähr? Also ich bin nicht ganz sicher jetzt, aber ich denke so zwischen 200 und 300, 250. Denke. Das ist auch sehr beachtlich. Dieses Jahr lautet das Motto Ihrer Tagung Revolution oder Evolution der Medien. Der Vorschlag für diese Tagung enthielt eine historische und aktuelle Perspektive. Medien waren in jeder Form schon immer ein Thema romanistischer Forschung. Und im Eintritt der neuen Medien rücken die Medienrevolutionen vergangener Jahrhunderte da auch in ein neues Licht.
Ja, also Sie haben es ganz richtig gesagt. Eigentlich ist ja die Sprache ein Medium und insofern kann man nicht sagen, dass Medienwissenschaft neu ist. Wir haben immer schon Medienwissenschaft betrieben. Es ist jetzt nur ein moderner, schicker Begriff geworden für das, was eigentlich als unser Metier als Philologen ist. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man heute sich auch einstellt auf diese neuen Medien, dass man das reflektiert. Es wird in der Wissenschaft immer mehr gearbeitet, auch über Filme, über Radiosendungen, über Chansons, aber auch über Internetpublikationen. Und ich denke, das ist wichtig. Wir werden heute unseren Festvortrag von Dominique Volton haben. Das ist ein sehr streitbarer Kommunikationswissenschaftler. Der muss auch vor mein Mikrofon. Ja, sehr gut. Und der ist vor allem, finde ich sehr interessant, weil er eben sehr kritisch mit der Kommunikationsgesellschaft umgeht und sagt, wir als Philologen haben eigentlich Schuld, weil wir einerseits beklagen, dass dieses ganze Allgemeinwissen, dass das, was wir kostbar schätzen in Büchern, dass das verloren geht, dass wir aber dagegen nichts tun, weil wir uns eigentlich nur mit unserer Literatur dann beschäftigen, in den Bibliotheken arbeiten, in unserem sozusagen Elfenbeinturm, anstatt uns mit den neuen Medien wissenschaftlich zu beschäftigen und auf diese Weise sie auch bekämpfen zu können. Und das ist so ein bisschen seine These, die wird er uns heute, glaube ich, darstellen und hat auch einige Tipps, wie wir als Philologen damit umgehen können, ohne unsere Philologie zu verraten. Und das ist mir ganz besonders wichtig. Ja, jetzt haben Sie, die nächste Frage brauche ich eigentlich gar nicht zu stellen. Die neuen Medien mit ihren Inhalten könnten selbst ein Studienobjekt sein. Zugleich muss man aber auch fragen, wird in dem Fach Romanistik das Angebot der neuen Medien wirklich zum Vorteil des Faches, also zum Bekanntmachen des Faches wirklich genutzt? Ich meine, Sie sind natürlich in der Romanistik da eine ganz wichtige Figur, weil Sie im Grunde... Jetzt werde ich ganz rot, das passt dazu. Sie im Grunde wirklich mit den neuesten Medien arbeiten und hier eine ganz wichtige Funktion für die Romanistik mit Ihren Blogs haben. Also das ist für uns kostbar und in der Richtung müssen wir noch weiter in die Öffentlichkeit gehen, um eben deutlich zu machen, wie wichtig die französische Kultur und Sprache und Literatur ist, welche große politische Rolle sie spielt und da brauchen wir die Medien und da müssen wir auch raus und müssen versuchen, möglichst öffentlichkeitswirksam unser Fach zu verteidigen. Und dabei spielen Sie eine große Rolle. Ich kenne Blogleser, die sind manchmal kritisch und finden, dass universitäre Forschung zu weit vom Schulunterricht weg ist. Tatsächlich dauert es lange, bis Forschungsergebnisse in der Didaktik oder gar in den Schulbüchern wirklich angekommen sind. Andererseits möchte Ihr Verband die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Universität, sondern auch auf das Fach Französisch selber ziehen. Wie machen Sie das? Also wir versuchen zumindest Themen zu finden, die auch Lehrer anziehen. Wir haben immer mindestens eine, jetzt auch hier zwei fachdidaktische Sektionen. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich habe da sehr viel rumtelefoniert, damit sie zustande kam, weil mir immer diese Verbindung zwischen Schule und Universität einfach zentral ist. Und wir suchen Themen, die anknüpfbar sind. Also wir hatten in Essen einen riesigen Kongress mit dem Thema Stadt. Das ist natürlich ein Thema, was sehr gerne auch in Schulen gemacht wird. Ich habe selbst gerade was entwickelt über Fred Vargas. Da kann man toll Stadtsemiotik machen mit einem Kriminalroman, was man sehr gut auch in den Schulen verwenden kann. Gerade mit den modernen Medien, zum Beispiel bei Fred Vargas. Da spielt sich alles in Paris ab. Und heute können ja die Schüler dann ins Internet und können die Tatorte sozusagen finden, fotografieren, mit in die Schule nehmen. Also man kann sehr gut, denke ich, Konzepte entwickeln, wo man Forschung, nämlich zum Beispiel die Forschung über die Stadt, über Stadtsemiotik, über Stadtroman, verbinden kann mit einem interessanten Lehrangebot für die Schüler. Und dieses Mal die Medien ja auch wieder. Das ist im Grunde ein Thema, was für die Lehrer sehr interessant ist, weil die ja heute viel mit Filmen arbeiten, viel mit Theater arbeiten und insofern unsere Professoren natürlich so vorbereitet sein müssen, dass sie den Lehrern auch wiederum das Handwerkszeug mitgeben können. Und ich denke, deshalb ist dieser Kongress auch wieder ein Kongress, der diese Brücke schafft zwischen universitärer Forschung und Lehre auch an der Schule. Also habe ich darauf hingewirkt, das war ganz gut und ich bin auch Ernst Lettverlag dankbar, dass Sie die Hinweise auf den Franco-Romanistenverband gestern in den Newsletter mit aufgenommen haben und ich auf dem Frankreich-Blog darüber berichten werde, mit Fotos auch. In Ludwigsburg wird an diesem Wochenende der 50. Jahrestag der Rede de Gaulles an die deutsche Jugend mit einem Staatsakt gefeiert. Wie will und kann der Romanistenverband zu einer Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen beitragen?
Ja, ich glaube, jeder Einzelne von uns jeden Tag ist an der Front und kämpft für die deutsch-französischen Beziehungen, indem wir eben Studenten ausbilden, die dann an die Schulen gehen oder die auch in Betriebe gehen, die ins Management gehen, wenn man interkulturelle Kommunikation unterrichtet. Also wir versuchen sozusagen möglichst eine große breite Bevölkerung zu erreichen, die das Französische dann auch als bedeutungsvoll anerkennt. Gleichzeitig haben ja einige Kollegen von uns in Le Monde einen großen Aufruf gemacht. Darüber habe ich auf dem Blog berichtet. Ich habe in der FAZ. Ganz lang. Gut, ja, ist schön. Ich habe in der FAZ einen Artikel geschrieben, um eben auch nochmal aufzurütteln, zu sagen, wie wichtig dieses deutsch-französische Verhältnis ist. Ich glaube, wir müssen die Öffentlichkeit suchen. Der Verband muss sich hier auch positionieren und kämpfen, dass diese Agenda 2020, die ja sehr bedeutungsvoll und sehr weitreichend ist, steht auch auf dem Blog, wirklich von den Politikern realisiert wird. Und das ist im Grunde noch nicht der Fall. Also es gibt eine wunderbare Vision, die ich sofort unterschreibe, aber ich finde, da muss der Verband kämpfen, da kämpft, glaube ich, jedes einzelne Mitglied des Verbands an vorderster Front, und Sie natürlich auch, dass diese Agenda umgesetzt wird, dass wirklich mehr Französisch an den Schulen unterrichtet wird, dass keine Lehrstühle mehr gestrichen werden, dass man dieses deutsch-französische Verhältnis, das ja natürlich auf dem Verständnis der Sprache beruht, wirklich pflegt und weiterbringt. Damit man diese Vision von de Gaulle und Adenauer einfach realisiert. Ja. Ein schöner Anlass zum Feiern wäre ja auch, den Vertrag von 1963 einfach mal anzuwenden mit den kulturellen Bestimmungen, dass in beiden Ländern die Sprache besonders unterrichtet werden soll. Das wird ja gar nicht gemacht, nicht? Ja, das ist genau der Punkt, was ich eben meinte, nicht? Diese Vision, die beiden hatten, die müsste eigentlich Realität werden und sie ist noch nicht Realität. Diese Agenda 2020 schreibt das eigentlich fest, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit bis 20 und es muss viel geschehen, damit sich das realisiert. Ich meine, ich lebe im Saarland und ich muss sagen, das Saarland ist ja vorbildlich. Deshalb habe ich einen schrägen Blick, weil das Saarland hat jetzt wirklich mit Frau Kramp-Karrenbauer als Ministerpräsidentin. Habe ich auch interviewt. Ja, hat vor. Dass wirklich Zweisprachigkeit durchgängig das Ziel für das Saarland ist. Das heißt, Kindergarten, Grundschule, Universität wird so weit wirklich gefördert, dass wir am Schluss dann doch Zweisprachigkeit im Saarland haben. Denn das wäre das einzige Bundesland in Deutschland, das dann wirklich Frankreich-Kompetenz hat. Und man würde sich wünschen, dass sich andere Bundesländer hier ein Beispiel nehmen. Ja. Mein Freund Ingo Kulmum hat einmal gesagt, Wenn die deutsch-französischen Kulturabkommen alle angewendet würden, dann würden wir in der schönsten aller Welten leben. Das kann ich nur unterschreiben. Der Französischunterricht muss mit einem schwindenden Interesse der Schüler an diesem Fach kämpfen. Wer mit einem Französischstudium beginnt, wird nicht gerade mit besonders rosigen Zukunftsaussichten beglückt. Was würden Sie einem Schüler sagen, der Sie fragt, a, ob er das Fach Französisch in seinem Stundenplan behalten soll und b, ob er Romanistik studieren soll? Also ich würde sagen, er soll auf jeden Fall Französisch studieren und zwar einfach deshalb, weil auch unter ökonomischen Gesichtspunkten Frankreich unser größter Handelspartner ist. Und insofern ist es einfach nur logisch und konsequent, dass man Französisch kann. Damit hat man wirklich bessere Berufschancen. Englisch ist sowieso, ça va de soi. Ja, also da braucht man gar nicht drüber reden. Aber danach kommt direkt Französisch als ganz wichtige Sprache. Und Romanistik, ich glaube, das ist eine Frage, die muss man individuell entscheiden. Ich habe nie bereut, Romanistin geworden zu sein. Ich finde, das ist das wunderbarste aller Metiers und ich kann es nur jedem raten, der sich dafür interessiert. Ja. Herzlichen Dank.